Kleidung würde ich vielleicht sogar hier hinten hinmachen. Da wo das andere der Ende. Da wo es zur Näherei rüber geht. Richtig, ne? Ja. Ja, so. Umbenennen können wir es ja immer noch. Also. Ja. Und da wo du jetzt bist, auch Kleidung. Genau, auch Kleidungsstücke. Dann haben wir dreimal Kleidung ziemlich beieinander. Das würde ja passen. Material haben wir dann zwei nebeneinander. Schuhe, Taschen. Also da ist es dann wirklich, was, Ganzkopf? Der Ganzkopf? Was ist denn der Ganzkopf? Besonderer Gegenstand, unbezahlte Artefakt, feierte den Tag des Narren, kann schnattern. Schon mal gelesen? Nee. Wenn du aufs Sortiment gehst und ganz unten. Tatsächlich. wo kann man das her? Kann man das bei den Gänsen machen? Ich weiß es nicht. Haben wir Gänse? Nee. Nee, wir haben noch keine Hühner. Gänse. Wir haben den Gansstall haben wir, glaube ich, schon freigeschalten, aber. Noch nicht gebaut, aber haben wir. Aber wir haben die Hühner. Aber Hühner kannst du doch nur Federn, Eier. Ja. Pass auf, weißt du, was krank wäre? Wenn du jetzt diese Gefiederstation, hast du großer Weidenkorb einstecken? Nein. Warum nicht? Ja, sonst habe ich ihn dann immer dabei und so, dann braucht ihn keiner. Jetzt, wenn ich ihn nicht einstecken habe, dann brauche ich es dann plötzlich. Oh Mann, bist du nichts zu gebrauchen. Nee. Sonst im Lager ist bestimmt auch nichts. Doch, hier, großer Weidenkorb, einer. Ha, siehst du mal. Pass auf, und wenn du jetzt an der Gefiederstation, wenn du die jetzt einstellen kannst, dann quitte ich aber. Was, du quittest? Ja. Zum Glück läuft das Spiel nicht auf deinem Rechner, sondern auf meinem. Ja. Aber wo sind die? Jetzt finde ich das blöd da. Wenn du es jetzt hier... Nee, Gott. Also, nee, kannst nichts einstellen. Boah, jetzt dachte ich schon, dass die das reingepatcht haben, dass du da auch noch einen dran stellen kannst. Boah, das wäre schon arg. Das wäre arg, ja. Aber nee, geht nicht. Kannst du keinen. So, wir haben ja nur Hühner, Schweine, Schafe, Ziegen und Rinder. Man, den ganz Dingsbums haben wir ja schon freigeschalten. Ja gut, jetzt haben wir zweimal Kleidung. Ja, aber du kannst bei jedem Ding kannst du mindestens drei oder vier Stände sogar machen. Weil du das ja total aufschlüsseln kannst, wenn du willst. Ich meine, du musst natürlich das Zeug auch herstellen können in dem Fall, ne? Aber da geht es ja wieder um die Kommazahlen. Ja. Das ist es ja wieder. Du kannst ja nur 0,5 Hämmer am Tag verkaufen, wenn du willst. Nicht Stückzahlen. Das ist etwas, was mich immer noch verwirrt in dem Spiel. Dieses mit dem Komma. Dass du nicht einfach sagst, okay, ich möchte jetzt 5 Hämmer herstellen am Tag und ich möchte 4 davon verkaufen. Ja. Und mein Handwerker braucht eben einen Hammer pro Tag. Mhm. Aber nee, der braucht halt Abnutzung. Ja. Das macht das Ganze dann so kompliziert irgendwie. Zwar gut gemacht, also wirklich sehr gut durchdacht, aber es ist halt verwaltungstechnisch Katastrophe. Hey, wo kommt denn der Glockenturm her? Den habe ich da hingestellt. Schön. Jetzt sind wir aber immer noch nicht weiter. Nee, sind wir noch nicht. Wir brauchen... Ich Händler. Händler. Also wir müssen uns jetzt mal überlegen, wo wir die Händler unterbringen, häusertechnisch. So, weil ich gucke jetzt mal gerade rein. Wir haben... Oh Gott. Cowboy. Wir haben ein Gebäude hier frei, wo keiner drin wohnt. Das heißt Hacker. So. Das können wir ja dann benennen Markt Materialien oder sowas. Oder was war es? Markt? Rohstoffe.
Nee. Marktwerkzeuge. Ich mache jetzt mal Marktwerkzeuge. So, das andere hast ja du schon mit Strich, Strich, Strich benannt, ne? Mhm, genau. Das wäre ja dann eigentlich auch ein Marktwerkzeuge, allerdings müsste ich dann sagen Marktwerkzeuge 1 und Marktwerkzeuge 2. Ja. Okay. Allerdings müsste ich den Markt Lebensmittel, das Haus, noch einmal abreißen und mit Stein bauen. Ja, das ist ja egal. Der Name sollte ja bleiben. Weil du kannst ja unfertige Gebäude trotzdem benennen. Dann würde ich das machen und dann siehst du ja, dass die zwei obdachlos sind und die kannst du dann wieder reinpacken, ja? Ja, da wohnt ja keiner. Doch. Was? Welches Gebäude meinst du? Ach so, Markt Lebensmittel. Sind zwei Leute wohnhaft. Ach so. Und die, ja, okay. Und die, wenn ich jetzt hier denen ihren ja, dann mach. Gut. Das sind sie ja nicht lang. Weil das Haus selber bleibt ja stehen. Soll ich einfach hier schon mal anfangen mit auf Stein umändern? Ja, ne? Ja. So geht es doch Hand in Hand, hä? Ach so. Ach, da oben noch, ja. So, fertig. Können wieder einziehen. Wer? Ich wollte dich jetzt nur foppen. So, welches? Hier der Waldemar ist einer und... Wie haben die jetzt geheißen? Ludwika und Waldemar. Ja, ja, Markt Lebensmittel war das, genau. Ja. Markt Lebensmittel. Status. Das Schöne ist, dass du wenigstens hier ein bisschen sortieren kannst in dem. In der Verwaltung. Dass du oben alles sortieren kannst nach Name, nach Zustand, nach was weiß ich. Dass das geht. Machst du jetzt hier das Händlerviertel? Mhm. Schön. Ich weiß, dass bei Piestovia Händler gesessen sind. So. Genau. Markt Lebensmittel. Der Köchler-Übergang ist noch da. Also wir brauchen für Marktwerkzeuge 1 und 2 brauchen wir jeweils ein Pärchen. So. Dann gucken, habe ich das noch eingestellt? Ja. Oh Leute, aber was mir gerade so kommt, also wenn euch das ein bisschen zu langweilig ist hier, wenn wir ständig hier mit, gut, das wäre jetzt eh schon zu spät, aber mit der Verwaltungsbürokratieaufwand-Zeugs, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare, weil dann machen wir das offscreen. Nein, das gehört dazu. Das habe ich jetzt schon so häufig gelesen, auch bei meinen Parts. Ja, Dass die Verwaltung dazugehört und ich das nicht rausschneiden soll. Ja, aber es soll ja trotzdem irgendwie noch unterhaltsam halt auch ein bisschen bleiben, ja. Meiner Meinung nach. Also von den, ich sag jetzt mal insgesamt hunderten von Kommentaren, die ich bisher bekommen habe, war jetzt hat einer dabei, der gesagt hat, ich soll mal mehr bauen und nicht zu viel in dem Menü rumhängen. Ja, dem kann ich aber dann ehrlich gesagt auch nicht helfen. Also dann soll er wegschalten, soll er wie jemand anderen gucken.
Aber ich finde schon, das gehört auch dazu. Und von daher, ich mache nicht immer alles offscreen. Das kostet ja auch ist Zeit. Okay. Ne? Ist okay. So, jetzt stehe ich hier am Marktplatz und weiß gar nicht, was ich wollte. Ach so, ich wollte ja eigentlich wegen Händlern gucken. Aber das beim Lagerfeuer und nicht am Marktplatz. Kann man hier vielleicht Marktarbeiter abwerben? Ja, stimmt. So, ich stecke mal lieber den Hammer ein, nicht, dass ich hier jemanden wieder einen auf den Dez gebe. Nikoslava, die hat Level 3. Ja, du brauchst gar nicht weiterreden. Du hast mich schon. Du hast mich absolut überzeugt mit deinen Löckchen. Mit deinen Ohrlöckchen. So. Die packe ich jetzt rein bei Markt Werkzeuge 1. So. Und dann schauen wir mal, ob hier noch einer sitzt. Nee, die beiden kannst du vergessen. Die zwei kannst du in der Pfeife rauchen, die Kalle. Die können ja nix. Also zwei Punkte wären zumindest schon mal von Vorteil, ne? Aber bei einem Punkt... Nee. So. Ich habe mir bloß nicht alles gemerkt, was jetzt da noch bei den anderen war. Aber ich würde sagen... ich fange einfach im Uhrzeigersinn an. Ich gehe jetzt mal nach Klonika. Da war ich ja noch gar nicht. Da müssten eigentlich noch ganz frische Leute sitzen. 3 oder 4 wahrscheinlich. Vielleicht auch 5. Gucken wir mal. So, bin auch gleich da. Jawohl, 4 Leutchen haben wir hier. So, was kannst du? Der hat 2 Punkte. Sie einen. Er hat überall 2. Und er hat auch überall 2. Also im Grunde kann ich hier 3 Männer holen, zumindest mit 2 Punkten auf Diplomatie. Warte mal. Wäre ja schon mal nicht schlecht. 23, er ist 18, er ist 20. Die pfeifen einem hier immer in die Ohren. Verwaltung, Beruf. Nee, bitte andersrum. So, ich habe ja Nikoslava gerade geholt. Die ist 21. Dann packe ich dazu den Tichomir, der ist 23. So. So, also. Nikoslava, wo hast du? Markt, Werkzeuge 1. Ich habe jetzt endlich das Gefühl, dass es ein bisschen sortierter ist irgendwie. So, dann brauchen wir für Marktwerkzeuge 1. Nee, Marktstand hier. Hallo, Marktstand. Es fehlt noch ein Markt mit Werkzeuge 1. Kann ich ja dann irgendeinen davon nehmen, ne? Ja. C, Werkzeuge. Aha. Markt. Werkzeuge 1. Hört auf, mir so ins Ohr zu schreien.
Nigoslava. Und wir haben einmal. There was this guy in the tavern who called himself Sparrow. Lubomir. Captain Sparrow. Nee, war das jetzt Lubomir? I'm an experienced traveler. Nee, Tichomir war das hier. Der war das, Tichomir. So. Wunderbar. Dann haben wir das. So, dann habe ich jetzt halt hier noch zwei Kallis hocken mit jeweils zwei Diplomatie. Die können wir ja auch holen. Die Frauen können wir ja dann noch mit dazu stopfen irgendwann. Der Harald und der Mislav. So. Wie viel wie viele Häuser brauchen wir für die Marktleute? Nur 10. Ernsthaft? Bau 10 Häuser. Oh Mann. Nee, ich weiß es jetzt nicht. Warte mal, Marktstand. Oh Gott, es ist ein Gescrolle jetzt mittlerweile hier durch, ne? Wo ist es denn jetzt? Hier im Marktstand. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10. Also 5 Uhr ist auf jeden Fall, die du brauchst. Also 6 Stück hätte ich jetzt mal angerissen. Ich sehe es ja. Sind 12 Leute und wir haben doch 12 Marktstände. Das reicht doch. Ja, oder bin ich jetzt dumm? Ist schon gut. Lebensmittel, Werkzeuge, Schmiedemarkt, das da. Genau, wir haben jetzt halt noch einen Marktstand für Kleidung. Das heißt also, ich werde Marktkleidung den Harald. So, das nenne ich jetzt halt auch natürlich Markt. Kleidung 1. Und der hier ebenfalls. Dann haben wir 2 Stände für Kleidung. So, da bräuchte ich dann halt jetzt halt nur noch dann die passende Frau dazu. Aber er kann jetzt halt auf jeden Fall schon mal. Oh Gott. Ey, überall ist rot. Ey, das ist Wahnsinn. So, das ist alles Hausfeld. Also, wir haben. Ich habe jetzt keine Häuser hier, die irgendwie heißen Markt. Welches von den Häusern bist du gerade drüber, das, wenn ich wüsste? Das, was gleich fertig ist. Zwar jetzt. Ah, okay, ich muss wieder raus hier aus der Verwaltung, das ist immer blöd. Ah ja, da. H. Marktkleidung 1. Bestätigen. Damit heißt das Haus nämlich jetzt halt auch genauso wie sein Besitzer. Aktuell halt jetzt halt nur der Harald. Ey, der hat schon minus 7%. Warum geht es so schnell plötzlich? So, gut. Also sie kann ich im Grunde nicht nehmen, weil sie hat nur einen Punkt. Außer du sagst, das ist die totale Latte. Ich glaube mal, das ist jetzt erst einmal egal. Wir müssen die Dinger voll kriegen. So, zweites okay. Haus ist auch fertig. Ja, alles klar. Bin ich mal gespannt, weil ich habe jetzt nämlich nicht aufs Alter geguckt und sie ist 30. Und er ist 21. Ah. Okay, aber du hast gesagt, du hast das zweite Haus jetzt auch fertig, ne? Ja. Okay, das ist dann das hier. Das benenne ich dann mit Marktkleidung 2. Und in das Haus Marktkleidung 2 packe ich jetzt sie rein
mit ihren 30 Jahre. So, und der Mislav, der ist 18. Süß. den packe ich jetzt zu ihr mit rein. Das heißt, da kann schon mal nichts passieren. Oh, das macht sich. Ja, gut, ja. Naja. Hm. Ja, da ist nichts mit schwanger. Nee, ist nichts mit schwanger. So. Gut. Jetzt muss ich nur noch zwei Stände, die da heißen Marktkleidung 2, machen. Das ist eigentlich nicht einmal schlecht, wenn ich das hier so blind mache, wenn ich gar nicht weiß, welchen Marktstand ich nehme. Dann ist es wirklich ein wenig durcheinander. H. V. 2. Das war jetzt der hier. So, aber da ist ja nochmal Marktkleidung. Hä? So, ich habe jetzt Marktkleidung 2. Das ist der leere Slot. Mit Oder, die zwar nur einen Punkt hat, aber das ist ja egal, haben wir gesagt. Und Marktkleidung 2 haben wir hier den Mislav mit 2 Punkten. So, damit haben wir jetzt halt Marktstand Kleidung 1 voll besetzt mit 2 Leuten und Kleidung 2 auch voll besetzt mit 2 Leuten. Lebensmittel haben wir besetzt mit 2 Leuten und Werkzeuge haben wir besetzt mit 2 Leuten. Cool. Ich brauche mit Häuser bauen genauso lange wie du, die Häuser zu besetzen und die Marktstände zu besetzen. So, nee, das H. Das mache ich dann Rohstoff 1. Das ist natürlich dann auch Rohstoff 1. Und dann muss ich jetzt halt nur ein Haus umbenennen auf Rohstoff 1. Ah ja, du hast schon mehrere fertig jetzt. Halt. Ja. Dann mache ich das Markt Rohstoff 1. So, Edge. So, jetzt habe ich hier niemanden mehr. Also Klonika, müssen wir uns echt merken, gibt es keine Leute mehr. Haben wir jetzt alles geholt, was wir haben. Ich bin aber trotzdem noch ein bisschen ängstlich hier mit der Verwaltung, weil da steht 140 Gebäude, immer noch. Ja, ich auch. Und ich war immer der Meinung, das sind 200, außer das ist im Multiplayer anders, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. So, dann gehe ich nach Ostoja. So, 4 Leute da sitzen. 2, 2, 3, schön. Und 2. Okay. We'll walk for food and water and some firewood and the roof over my head, of course. Ihr macht mich kirre mit eurem ich arbeite für. Die quasseln mir hier immer die Ohren voll, ne? So. Haus, Markt, Kleidung.
Kleidung 1 wohnt der Harald drin. Der kann eine Frau vertragen. Also. 25, 21. Das ist so blöd, ey. Ich kann mir nichts merken. Nichts kann ich mir merken. Harald, wie alt bist du? Du bist 20. Dann passt zu dir die 21-Jährige. Jo, habe ich jetzt eh keine andere Wahl. Warum kommt jetzt kein Sound? Bei mir kam er. Ah, jetzt hat. Ach so, ich habe mein. Ich habe mein Dingsbums hier ausgehabt. Mein Hood habe ich ausgehabt. So. Markkleidung 1. Ja, sowas, die heißt Wieslava. Das musste jetzt kommen. Oh Mann. Ja, das tut weh, ich weiß. Das ist zu schön. Kleidung 1, Markt. Markt, Marktstand, Kleidung 1, hier. Hoffentlich fängt die Kleidung nicht das Brennen an. Hast du dich jetzt übergeben? Nee, aber gleich. Ja. Es wird halt doch schon spät. 2, 3. Okay, ich habe jetzt halt hier noch den Toslav. Der hat 3 Diplomatie. Also der ist ein idealer Kandidat for the Verkaufing. So, du kommst jetzt Markt Rohstoff 1. Genau, und dementsprechend muss es ja dann auch das Haus geben. Markt Rohstoff 1, jawohl, gut. Also, Toslav, pack dein Zeug zusammen und auf geht's. Los!